In den letzten 24 Stunden gab es im Einsatzgebiet folgende Änderung. In Richtung Soledar geht der Angriff auf Bachmutski weiter. Die Drohnen der russischen Armee zeigen den Standort von Kräften und Ausrüstung der WSU für den anschließenden Angriff. Die Alliierten sind in der Mitte des Dorfes eingelangt, wo sie den Feind weiter ausschlagen. Die Ereignisse deuten darauf hin, dass die WSU in Bachmutska maximal eine Woche halten können. Außerdem sehen immer mehr Soldaten der WSU keinen Sinn darin, weiterzumachen. So sagten WSU-Soldaten, wie die Mobilisierten nicht zum Kanonenfutter werden wollen und verließen ihre Stellungen. Unsere tapfere Territorialverteidigung ist geflohen. Sie haben alles fallen gelassen. In Donetsker Richtung setzen die DNA-Einheiten des 11. Regiments Schritt für Schritt den Angriff fort. Die befestigten Gebiete der WSU auf dem Weg nach Newelskoje werden gesäubert. So wurde ein weiterer Feuerpunkt ausgeräuchert. Die WSU versuchte erfolglos, sie zu halten, aber sie konnten ihr Leben retten, indem sie freiwillig ihre Waffen niederlegten. Alliierten Streitkräfte rücken auf Newelskoje vor und von der anderen Seite auf Staromikhailowka. Der kontinuierliche tägliche Beschuss von Donetsk durch ukrainische Artillerie geht weiter. Das Wohngebiet Kubyschew wurde diesmal getroffen. In Marienka finden unter städtischen Bedingungen schwere Kämpfe statt. WSU wendet schmutzige Taktiken der Kriegsführung an. Feuerstellen werden in Wohngebäuden platziert und wenn sie sich zurückziehen, streuen die Antipersonenminen Lepestok auf dem Gelände aus. Die WSU griffen Komsomolskaja an, wahrscheinlich das Munitionsdepot. Die Streitkräfte der Ukraine griffen erneut die Antonowske Brücke mit HIMARS an. Die Raketen kamen, als die Brücke von Reparaturteams restauriert wurde. Leider gibt es Tote und Verwundete. Ungefähr 16 Menschen wurden verletzt, darunter Passagiere einer Fähre, die zum Zeitpunkt des Aufpralls neben der Brücke vorbeifuhren. Es waren keine Soldaten vor Ort. Von der Brücke wurde nur der Straßenbelag beschädigt. Das Objekt erhielt keinen kritischen Schaden. Nach solchen Angriffen haben die Bau- und Restaurierungsteams Angst, an dem Arbeitsplatz zurückzukehren. Das Problem mit hundertprozentigem Schutz für sie wurde nicht gelöst. Ukrainische Einheiten griffen erneut den Damm des Wasserkraftwerks Kachowskaja an. Lokale Quellen sagen, dass die Fahrbahn der Brücke und das Kraftwerksgebäude durch die Einschläge beschädigt wurden. Auch das Gebiet des Wärmekraftwerks in Energodar wurde angegriffen. Mindestens ein Anwohner, der ein Taxi fuhr, wurde getötet. Ich glaube, jemand wurde gerade getötet. Ein Mann wurde getötet. Ich denke, wir müssen hier schnell weg. Es ist möglich, dass der intensive ukrainische Beschuss eine Reaktion auf den Einsatz der russischen Trikolore in den befreiten Gebieten war. Die 2400 Quadratmeter große Flagge wurde beispielsweise in Kupiansk in der Region Kharkiv eingesetzt.